Haltbarkeit ist schon irgendwie schon programmiert, schon eingebaut. Ich weiß nicht, ja, ob eine Zeitschaltuhr drin das ist. Das ist mit Absicht gemacht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu www.sportspunk.de. Wir sind heute im Hamburger Schanzenviertel. Da habe ich nämlich einen ganz coolen Laden gefunden. Und zwar geht es hier um nachhaltiges Konsumieren. Denn eine Form des nachhaltigen Konsumierens ist, Second-Hand-Klamotten zu kaufen. Und die gibt es hier in der Vintage Gallery. Schauen wir uns die Sache doch mal an. So, hier haben wir halt natürlich auch ein paar Schmuckstücke. WM90 von der deutschen Nationalmannschaft. In einem Top-Zustand. Was man vorweg auch wissen sollte, ist, dass wir natürlich hier unter anderem auch bis zu 70% ungetragene Kleidung haben. Das Design her sehr hochwertig. Eine Lacoste-Tennisjacke. Wie man hier sieht, hängt hier nahezu bis zu 300 Adidas-Jacken. Ja, und ein weiteres Plus halt, wie zum Beispiel bei den Schuhen, ist natürlich, dass anstatt dass sie halt weggeworfen werden, kauft dieser Laden sie auf und hier finden diese Schuhe dann vielleicht nochmal ihren Besitzer und landen so nicht auf dem Müllberg. Was natürlich diese Schuhe auch besonders macht, ist natürlich wiederum das Leder vom Feinsten. Bestes Leder wurde damals auch halt speziell von Nike immer ausgesucht. Heutzutage ist es natürlich so, dass es nur darum geht, Schuhe schnell zu produzieren mit dem günstigsten Leder, was es gibt, damit der Schuh auch so schnell wie möglich kaputt geht und der Kunde gezwungen ist, sich wieder neue Schuhe zu kaufen. Es sollte natürlich zurück zu der Zeit gehen, wo wirklich auch Qualität gesetzt worden ist und nicht nur auf Quantität. Selbst beim Kunstleder, wie diese hier, haben sie das Beste vom Besten verwendet. Heutzutage Kunstleder wird sofort brüchig nach ein paar Monaten. Old Originals, beste Qualität, also das ist, was Besseres findet man nicht. Yeah.